gerade als eine Karriere Sherpa! Ihren Tiefpunkt erreicht, bekommt Filmstar Jack Wyatt eine letzte Chance. Es geht um Verliebt in eine Hexe. Wir machen ein Remake. Ein paar große Namen würden gern Samantha spielen. Ich will eine Unbekannte in der Hauptrolle. Die Nase. Ich meine... Gute Güte. Entschuldigung. Nach Wochen des Suchens... Sehen Sie nicht hin, aber Jack Wyatt starrt Sie an. ...findet er die perfekte Hexe. Ich brauche Sie. Bitte kommen Sie mit und zeigen Sie allen, wie Sie... Was? ...mit der Nase wackeln. Oh, heirate mich, werde meine TV-Frau, sag ja. Ja. Ja! Doch sie darf ihn niemals wissen lassen. Aber du bist eine Hexe. Ja, aber ich werde bald keine mehr sein. ...wie perfekt sie wirklich ist. Schluss damit, dass ich mit den Fingern schnippe und dann krieg, was ich will. Nach 11 gibt's kein Frühstück mehr. Oh. Das war auf jeden Fall das letzte Mal. Er ist ein Idiot und trotzdem ist er sowas von charmant. Tu's nicht. Am Ende bist du so kurz davor. Und wenn das rausfindet... Wenn er mich liebt, wird es ihm egal sein. Ich muss dir etwas sagen. Ich bin eine Hexe. Er wird es akzeptieren. Er muss. Sie ist eine Hexe. Das bin immer noch ich. Ich dreh grad ein bisschen durch. Ich weiß, aber ich bin, was ich bin. Verhexen wir ihn, damit er sich wieder benimmt. Ich war zufällig in der Nähe mit diesen Rosen, einer Cat Stevens CD und diesem Armband. Na, wenn das nicht meine zaubernde, bezaubernde Tochter ist, die nicht mehr zaubert. Das ist nicht, was ich wollte. Ich will so sein wie jeder andere auch. Bezahlen. Das war jetzt das letzte Mal, ich schwör's dir. Verliebt in eine Hexe. Was passiert jetzt? Wachsen mir Schwimmhäute oder Hörner? Hä? Oder werde ich schwanger? Schwanger werden kann ich mir gerade echt nicht leisten.